Gym Vlog eines toxischen heterosexuellen Cis-Mannes und seiner antifeministischen Dreadwife. Let's go! Zuerst haben wir uns mit der She-Erg-Maschine aufgewärmt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall habe ich das noch nie gemacht und man sieht das hier auch anhand der Ausführungen, dass ich totaler Anfänger bin. Aber egal, ich wurde warm. Heute steht Rücken, Bizeps auf dem Plan und wir fangen mit dieser Maschine an. Ich habe hier zwei 15er als Aufwärmung. Der Rücken hat schon einen toxischen Pump erreicht und die ein oder andere Feministin würde das als rechts bezeichnen. Dann ist auch schon Mrs. Baby Bizeps dran und sie nimmt hier dasselbe Aufwärmgewicht wie ich. Im nächsten Satz habe ich auf 30 Kilo pro Seite erhöht und wie ihr hier seht, ist mir die Ausführung besonders wichtig. Ich versuche langsam und kontrolliert die Übung auszuführen und wenn ich unten angelangt bin, versuche ich das Ganze 1-2 Sekunden zu halten, um den Rücken richtig zu spüren. Bei meiner Freundin haben wir hier 20 Kilo pro Seite und man muss dazu sagen, sie ist nicht an die ganzen Maschinen gewöhnt, weil sie normalerweise CrossFit macht. Beim dritten Satz habe ich auf 35 Kilo pro Seite erhöht und hier heißt es einfach bis zum Muskelversagen gehen. Was die Wiederholungsanzahl angeht, ich bewege mich immer zwischen 6 und 12 Wiederholungen, aber ich zähle diese einfach nicht. Ich mache einfach, bis nichts mehr geht und wenn ich merke, ey, du machst da mehr als 12 Wiederholungen, erhöhe ich einfach das Gewicht. Als zweite Übung haben wir hier Rudern, ist für mich eines der wichtigsten Übungen für den Rücken und ich mache hier auch einen Aufwärmsatz. Ich glaube, das müssten ungefähr 60 Kilo sein, ich bin mir nicht sicher. Ich habe sie heute gezwungen, dasselbe Training wie ich durchzuziehen und sie nimmt hier sogar dasselbe Aufwärmgewicht. Ich denke, das sind 50 Kilo. Dann habe ich das Gewicht erhöht und ganz wichtig ist hier komplett in die Dehnung zu gehen. Ihr seht es hier, ich gehe so weit nach vorn wie möglich. Und wenn ich nach hinten ziehe, versuche ich nicht den Rücken ganz nach hinten zu strecken. Sprich, ihr versucht mit dem Oberkörper vorne zu bleiben. Dann sind wir auch schon bei meinem dritten und letzten Satz. Ich glaube, ich habe hier nur 70 Kilo genommen. Ich habe hier lieber mehr Wiederholungen gemacht, weil ich mich an dem Tag nicht so stark gefühlt habe. Dann hat Mrs. Baby Bizeps auch ihren letzten Satz durchgezogen und man sieht, der Rücken ist maximal auf Pump. Dann ging es weiter zur Latzugmaschine. Hier wärme ich mich mit 70 Kilo auf. Und auch hier ist es besonders wichtig für mich, wenn ich unten bin, das Ganze 1-2 Sekunden zu halten, um die Kontrolle über das Gewicht zu erlangen. Denn du kontrollierst das Gewicht, nicht das Gewicht dich. Ihr wisst schon, was ich meine.
cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Fall until I'm nauseous. Wenn ich mir diesen Rücken ansehe, mache ich mir langsam Sorgen, dass sie mich einholt. Ich muss mich also ranhalten bzw. das Gewicht gleich erhöhen. Das müssten hier ungefähr 80 Kilo sein, das heißt eine halbe Body Positivity Influencerin ziehen wir hier zur Brust. Nur Fleisch macht Fleisch, also halt die Fresse. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt habe ich einen heftigen Rückenpump gehabt. Schaut euch diese antifeministischen Latzüge an. Beim letzten Satz habe ich um die 100 Kilo genommen und da ich selber nur 80 wiege, hatte ich etwas Probleme runterzukommen. Ich habe mich hier versucht mit dem Knie an das Gerüst zu stützen. Und ja, die Ausführung ist nicht perfekt, aber beim letzten Satz wollte ich einfach nochmal alles rausholen und das waren hier so 4 oder 5 Wiederholungen. Dann ging es weiter mit Face Pulls für den oberen Bereich des Rückens, sprich dem Trapez. Und das ist einer meiner Lieblingsübungen, um sich am Ende auszupowern. Auch mein CrossFit-Girl musste mitziehen. Die Übung haben wir natürlich auch abwechselnd gemacht und man sieht hier schön, wie der Trapez arbeitet. Vergesst an der Stelle nicht immer das Gewicht etwas zu erhöhen und wirklich ans Muskelversagen zu trainieren. Denn wenn ihr nicht ans Muskelversagen trainiert, werden auch keine Wachstumssignale gesendet. Und macht euch keinen Kopf, wenn es mal etwas länger dauert, bis man aufbaut. Die ganzen Fitness-Influencer auf Social Media sind sowieso fake, beziehungsweise auf Stoff und dann geht's natürlich schneller. Schaut euch diesen toxischen Rücken an. So muss das aussehen, Freunde. So, das ist jetzt der letzte Satz. Hier geben wir nochmal alles, was geht. Ich muss sagen, im Studio aufzunehmen ist etwas schwierig. Ich habe immer versucht, dass niemand anderes im Hintergrund mit drauf ist. Konnte ich leider nicht immer vermeiden. Aber ich denke, die meisten hatten kein Problem mit. Schließlich stelle ich niemanden als komischen Gym-Creep dar. Zu guter Letzt haben wir Klimmzüge gespammt, meine Freunde. Das ist die perfekte Übung, um nochmal den ganzen Rest rauszuholen. Und ihr seht hier, wie der Rücken arbeitet. Bei den Klimmzügen ist es besonders wichtig, dass ihr ganz runter geht, Freunde. Ich sehe viele, die hören bei der Hälfte auf und machen nur so halbe Bewegungen bzw. Half-Raps. Aber ihr müsst wirklich ganz runter gehen und so weit hochziehen wie nur möglich. Versucht einfach die Stange bis zur Brust zu ziehen. Und wie gesagt, ganz runter, bis euer Arm ausgestreckt ist. Wenn ihr nämlich die Ausführung so sauber durchführt, dann spürt ihr wirklich den Muskel und steigert euch viel schneller, als wenn ihr nur diese ganzen Half-Raps macht.
hier beginne ich auch schon meinen zweiten Satz und ihr seht, es fällt mir jetzt schon schwer, denn ich bin am Ende meiner Kräfte angelangt und wir haben wirklich nur sehr kurze Pausen bei den Klimmzügen gemacht, weil ich mir dachte, komm, du willst jetzt auch nicht so viel Zeit verschwenden. Ich wollte hier eigentlich noch mit Zusatzgewicht arbeiten, aber hatte den Gürtel nicht bei, womit man sich die Gewichte rummacht. Deshalb habe ich einfach nur auf Wiederholungen trainiert und die Pausen eben kürzer gehalten. Am Ende gab es noch Bizeps Curls, hier habe ich 2 Sätze normale Curls gemacht und 2 Sätze Hammer Curls. Ich habe hier nur 16 Kilo beim ersten Satz, weil es mir besonders wichtig ist, einen Satz zu machen, um erstmal reinzukommen. Und hier müsst ihr darauf achten, dass ihr mit dem Oberkörper nicht so viel mitschwingt. Ja, versucht wirklich nur den Oberarm zu bewegen. Beim zweiten Satz nehmen wir die 20er in die Hand und machen gleich einen Dropset mit 16 Kilo. Das heißt, ohne Pause nehmt ihr dann die 16er und pumpt nochmal alles, was geht. Beim Dropset habe ich übrigens Hammer Curls gemacht. Dann beginnen wir hier den nächsten Satz mit 20 Kilo und jetzt machen wir Hammer Curls statt normale Curls und machen auch hier einen Dropset mit 16 Kilo. Freunde, das war's mit dem Gym-Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Vielleicht konntet ihr den ein oder anderen Tipp mitgeben. Und wenn euch solche Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare und vergesst nicht, den Kanal zu folgen. Danke fürs Zuschauen.